Willkommen zu Let's Play Stranded 2. Ich habe nochmal gerade nachgeschaut, es gibt noch tatsächlich zwei Welten, die wir spielen wollen. Aber ich möchte euch erstmal vorher was anderes zeigen. Hier könnt ihr eine Zufallsinsel machen. Normal, die Welten kennen wir ja schon, hügelig, da sind halt viele Berge. Gebirge gefällt mir jetzt nicht so, da sind die extrem hoch. Wüste, Sand. Schnee ist auch doof, weil man hat dann diese tropischen Bäume in der Schneelandschaft, das finde ich doof. Und Sumpf. Sumpf gefällt mir auch nicht, denn das sind dann ganz, ganz viele kleine Seen. Das ist einfach hässlich. Jedenfalls für die Extension Mod werde ich nochmal was vorbereiten. Da werde ich euch alle mal kurz zeigen dann. Und ihr dürft gerne entscheiden. Aber ich möchte euch weder ein Endlosspiel zeigen, sondern ein Raptorenjägerspiel. Der Unterschied zwischen diesen Spielen ist einfach nur, hier habt ihr nichts am Anfang, hier habt ihr ein bisschen was am Anfang, hier habt ihr Karte und Stadt probieren am Anfang. Jedenfalls, heute zeige ich euch das Raptorenspiel. Diese Insel hat ein ernsthaftes Raptorenproblem. Deine Aufgabe, töte alle Raptoren. Hinweis, du bist mit einer Schrotflinte und genug Munition ausgerüstet. Außerdem hast du deine erste Hilfe-Set gegen Brüche und Blutungen. Ein Raptor! Nein. Oh, das war einer. Er hat uns gleich mal ein Auge ausgebissen. Rache! Bei näherer Betrachtung soll ich das unbedingt auf die 1 legen. Ich glaube, ich sollte mir auch ein paar Lianen zur... Halt, Moment, ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Ihr könnt ja auch ein schönes Endlosspiel draus machen. Ihr könnt genauso alles abbauen und euch ausbreiten wie in einem normalen Spiel. Wir haben schon ordentlich Prügel kassiert. Aber das Tolle ist, wenn ihr die erschießt, nach Leben kriegt ihr jedenfalls von dem Fleisch wieder. Natürlich nicht so viel wie wenn ihr... Gut, die Heilung ist wieder weg. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Nein, ich höre auf. Falls es jemand kennt, das ist Musik aus Turok 2. Ich habe ja auch ein Safe-Game, das habe ich Turok 2 genannt, weil es einfach so toll passt. Turok 2 werde ich bestimmt auch noch irgendwann spielen. Ist jedenfalls ein hammergeiles Spiel. Von leider einem pleitegegangenen Spieleentwickler. Acclaim Entertainment. Aber Acclaim Entertainment. Das war merkwürdig. Das war ein kleiner Fehler, glaube ich. Da hat man gerade gesehen, wie wichtig ist, das ist eindeutig eine Nahkampfwaffe, diese Schrotbüchse. Also auf Distanz kann man die vergessen. Aber bei einem Piraten kriegt ihr, wenn ihr einen habt, ich weiß gar nicht, ob es hier auch welche gibt, aber rein theoretisch müsste es die Menschen hier auch geben. Weil diese Random-Dinger sind. Könnt ihr eine Pistole kaufen. Das einzige Problem an dieser Karte ist, man wird wirklich überall von den Viechern angegriffen. Wirklich überall. Und irgendwann müsst ihr natürlich auch schlafen. Und dann verliert noch mehr Leben, aber eigentlich ist das schon ziemlich geil. Nun, ihr könnt halt euch hier genauso eine Festung aufbauen, ihr könnt selbst schießende Türme aufbauen. Rohstoffe gibt es hier, genau wie auf allen anderen Inseln, gleich viel. Oh, ein Baumstamm. Wie ihr seht, es kann sehr, sehr gefährlich werden, wenn die einem ein Bein brechen, habt ihr ein tierisches Problem. Okay, eigentlich nicht. Den einen holen wir uns jetzt noch und dann zeige ich euch gleich was anderes. Diese Erste-Hilfe-Kasten
wird nie verbraucht in der Version. In der Extension Mod könnt ihr bei einigen Zufallsinseln, also je nachdem, was ihr einstellt, kriegt ihr zwei geschenkt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verbraucht werden. Jedenfalls sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das ist jetzt mal bloß ein kleiner Einblick, wie es aussehen kann, wenn man... Ach, hier. Dieser Garten habe ich noch nie gezeigt. Erzeugt Schmetterlinge. Das hier ist ein Kräuterbeet. Super Erfindung. Und da hatte ich jemals vor langer Zeit schon mal angefangen, hier alles ein bisschen bewohnbar zu machen. Die habe ich im... Entschuldigung. Ich weiß noch, die habe ich im Nachhinein angepflanzt, weil mir die Bäume ausgegangen sind. Dieser Turm schießt automatisch Pfeile. Ich hatte, glaube ich, auch einen Goldbogen irgendwo. Oder auch nicht. Jedenfalls habe ich hier schon sehr ein bisschen länger gespielt. Ach, was soll der Geiz? Schlafen wir gleich mal hier. Zu essen. Habe ich jedenfalls meinen Bedarf an Lebensmitteln hier primär mit Fisch gedeckt. Das mache ich eigentlich meistens. Weil Fisch ist eigentlich am lohnenswertesten. Wenn ihr nicht gerade kämpfen müsst. Jedenfalls so kann das aussehen. Und ihr habt natürlich gewonnen, sobald alle Raptoren tot sind. Aber ich glaube, dass hier ständig neue Raptoren ins Spiel gesetzt werden. Es gibt zwar keine Nester. Ich habe zumindest noch keins gefunden. Ah. Wie ihr seht, habe ich mehr als gewöhnlich. Ihr wisst warum, weil ich halt einprogrammiert habe, dass man diese Patronen auch herstellen kann. Kristalle sind in diesem Spiel hier vollkommen nutzlos. Ich baue sie meistens trotzdem ab, weil alles, was Wert hat, muss ich irgendwie haben. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Geschafft habe ich die Insel noch nie, aber das ist mir relativ egal, weil ich immer große Inseln mache und die können sich halt so stark verteilen. Also, wenn ich jetzt anfangen würde, hier überall Türme hinzubauen, dann würde ich es wahrscheinlich schaffen. Aber, ja. Wie gesagt, noch nie geschafft. Wollte ich auch nie, weil... Ja. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das immer so zu bauen. Und ich habe ja anscheinend schon so viele umgebracht, dass hier kaum noch welche gibt. Wahrscheinlich gibt es doch bloß eine begrenzte Anzahl. Aber ich dachte immer, da... Weil es immer wieder neu... Ich hatte zumindest das Gefühl, dass immer neue entstehen. Okay, anscheinend... Ach, da ist einer. Und wie viel schön viele Schmetterlinge es hier gibt. Den erschießen wir einfach mal schnell. Ach, da sind sie alle. Was ist denn da los? Ach. Sieh mal an, hier haben wir... Ungeziefer. Hier müssten Kokosnüsse drauf wachsen, genau. Ach, ich dachte schon, ich habe schon alles, bin schon alles losgeworden. Dann war das einfach nur. Ist hier keiner entstanden, sondern die haben halt alles. Die Heuschrecken haben das halt alles hergefressen. Jedenfalls war das bloß ein kurzer Einblick. Wir sind umzingelt, oh mein Gott. Hier war ich anscheinend schon mal. Ach nee, das war ein Pilz. Ich dachte, das ist ein Stein. Ist egal, ich wollte euch sowieso bloß mal... Scheiße. Es hat niemand gesehen. Ist egal. Ich wollte euch jedenfalls nochmal noch was zeigen. Bis gleich. Oh, und das war ein Endlosspiel von mir. Ist eine schwere Karte. Wie ihr seht, habe ich schon sehr, sehr viel hier weg. Das ist einfach nur ein Zweitlager, was ich mal gebaut habe. Und ich wollte eigentlich noch schnell... Ich weiß, ich brauch's nicht, ich wollte einfach noch was trinken. Raptorennester gibt's auf den schweren Inseln. Das ist ein Adlerhorst, da entstehen Adler. Es gibt Löwensteine. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee, hier abzuhauen. Jedenfalls, oh, ich pflanze hier die ganze Zeit Bäume an. Da gibt's hier noch so viele. Habe ich halt sehr, sehr viel auf dieser... Das war meine allererste Insel, die ich gespielt habe. Und da habe ich auch am meisten gemacht. Und ich hoffe, wir finden noch nach Hause schnell. Ich muss eigentlich nur zu einer Stelle kommen, wo alles abgeholzt ist. Weil wenn ich auf einer Insel richtig arbeite,
dann gibt es nichts mehr. Ich meine damit wirklich absolut nichts mehr. Ah, ich sehe schon Pfeile. Hier habe ich mal geflutet. Ah. Ich hätte natürlich alles hier wegmachen können, aber da hatte ich anscheinend keine Lust. Diese Pfeile sind nicht von mir, sondern von meinen Türmen. Sieht übrigens sehr schön aus. Ich penne mal schnell eine Runde. Oh. Seht ihr das? Da kommt ein Pfeil geflogen auf den bösen Löwen. Warum ist es das gerade so langsam? Ach, ich weiß schon warum, weil ich so... Wegen sowas. Den Löwenstein habe ich nämlich absichtlich hier gelassen. Nicht wundern, das sind alles Pfeile. Sehr toll, nicht wahr? Man sieht langsam, wie es abnimmt. Weil ich nämlich ab einem bestimmten Skill bleiben ab und an Pfeile liegen. Schaut mal, wie viele Pfeile ich schon habe. Die habe ich natürlich nicht alle selber gemacht. Die findet man dann wunderbar hier. Schön. Das ist mein allererstes Lager mit Aussichtsturm und so. Es nervt mich gerade, dass das so langsam ist und ruckelt. Das finde ich aber echt nicht mehr schön. Ist egal, ich zeige euch das einfach hier drüben. Das sind weniger Gegenstände im Bild. Ist einfach nur, weil ich Fraps habe. Normalerweise läuft das auch flüssig, wenn ich spiele. Ein Kiwi-Nest, ein verschlammter Brunnen. Jedenfalls zeige ich euch mal schnell, wie das gerade geht. Da seht ihr links. Noch 19 Mal graben, dann ist das entfernt. Das sind die Kakaofrüchte. Bananen. Mit meiner Lieblingsfrucht. Kaffeekirschen. Die machen einen wieder wach, wenn man sie isst. Außerdem ist das toll, an denen kann man hochlaufen. Kann man hochlaufen. Naja, an manchen Stellen geht es zumindest. Blöder Vorführeffekt. Und auf allen Seiten habe ich jedenfalls Türme und... Was ist denn hier passiert? Warum ist denn das weg? Uff, das kann ich euch jetzt leider auch nicht erklären, warum hier alles weg ist. Jedenfalls haben wir einen offenen Bruch und verbluten langsam, aber das ist mir auch egal. Hier haben wir nochmal solche schönen Fallköcher. Eigentlich vollkommen übertrieben. Also, ist schon lustig. Irgendwann hat man jedenfalls auf einer Insel einen gewissen Stand von Reichtum erreicht. Und apropos erreicht, ich habe mein Aufnahmelimit gleich erreicht. Das reicht mir eigentlich. Das war bloß ein kleines Let's Choke. Und dann sehen wir das nächste Mal. Ciao.